¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Ángel! ¡Toque la línea, toque la línea! ¡Hasta allá, Ángel! ¡Hasta Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Online Draft Challenge in FIFA 16 und heute mit einer richtig, richtig brutal schweren Challenge. Und zwar geht es heute um eine sehr, sehr langsame Person. Und zwar wählen wir immer aus jedem Draft den allerlangsamsten Spieler, den wir finden können. Also das wird auf jeden Fall eine harte Sache, denke ich mal, weil ich habe jetzt keine Lust unbedingt in der Innenverteidigung mit einem Per Mertesacker und einem Terry zu spielen. Also das wird schon richtig, richtig hart. Ich hoffe mal, wir kriegen wenigstens in manchen Drafts richtig, richtig schnelle Spieler, sodass wir wenigstens einen Spieler über 80 vielleicht irgendwo bekommen. Aber naja, wir werden es sehen. Wir gehen jetzt einfach schon mal direkt in den Draft-Modus rein. Immer den langsamsten Spieler, Leute. Denkt dran, immer den langsamsten Spieler. Und dann geht es jetzt los. Wir müssen uns auch überlegen, welche Formation so am besten reinpasst. Müssen wir am besten mal schauen. Hier haben wir 4, 3, 1, 2. Da hätten wir müssen so viel wie möglich defensiv einfach haben. Wir könnten natürlich die nehmen. Ich stehe aber nicht so auf Fünferketten. Deswegen würde ich, glaube ich, diese Formation hier nehmen. Ich nehme einfach mal 4, 3, 1, 2. So, Formation ist ausgewählt. Wir kommen jetzt zu den Kapitänen. Und ja, eigentlich einen Spieler, den niemand hier nehmen würde. Man würde sich eigentlich entscheiden zwischen Aguero, Messi und Sanchez. Aber nein, wen nehmen wir? Wir nehmen hier einen Inform und zwar Musacchio. Der kommt jetzt direkt in unser Team und ich sehe gerade, wir haben hier einfach drei Argentinier dabei. Aber Musacchio kommt jetzt erstmal in unser Team. So, weiter geht's direkt mit dem nächsten Innenverteidiger und zwar hoffe ich da auf eine Granate und zwar kriegen wir da eine Granate und zwar in Form von einem Deutschen und zwar Robert Huth, der erstmal schön direkt überhaupt keinen Link hat und direkt weiter machen wir am besten mit dem Linksverteidiger. Oh mein Gott, da kriegen wir sogar einen ganz coolen Spieler. Wir haben die Wahl zwischen Baines und Rodriguez. Ich habe Rodriguez in meinem richtigen Squad, mit dem kommt man echt super zurecht, das ist ein Top-Spieler, aber Baines passt nun mal von der Chemie besser rein, deswegen nehmen wir hier mit Baines. Weiter geht's mit dem Rechtsverteidiger und da schauen wir mal, wen wir hier so bekommen werden. Das sieht aus wie ein Debuchy. Den nehmen wir direkt mit und dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das denn der erste ZM und da könnten wir vielleicht... Nein, Mann. Nein, Mann, ich fang fast an zu weinen. Oh mein Gott, warum? Mir kommen echt die Tränen, Mann. Wir haben hier Pogba und Modric und wir müssen Fabregas nehmen. Ich raste aus. Was ein Mist, Mann. Ich wette, wir kriegen nochmal irgendeinen Hero. Irgendeinen Totti. Aber, shit, Mann. Hier, Schweinsteiger, nächste, den wir nehmen müssen. Mann, mich nervt das, dass wir da gerade eben, zwei Tottis hatten. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt nehmen wir Pirlo, der hat wenigstens einen richtig schönen Zauberfuß. Der passt da schon mal gar nicht so schlecht rein. Was ich jetzt vielleicht nochmal machen könnte, ist die wechseln. Das passt schon mal ein Tickchen besser. Und ja, dann machen wir direkt weiter mit dem ZOM und zwar mit dem zentral offensiven Mittelfeldspieler. Und da kriegen wir einen Ex-Bundesligaspieler und zwar Diego. Und der war eigentlich gar nicht so schlecht. Also der war in der Bundesliga nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie er bei Fenerbahce so ist. Aber nochmal, ja, mal sehen. Hier im Sturm kriegen wir jetzt Harry Kane. Naja, ich bin jetzt nicht unzufrieden, sage ich mal. 81er Stürmer geht, 74er Tempo geht ebenfalls. Aber es sind da Granaten bei. Ich hätte gerne einen Coutinho mal ausprobiert, das sage ich ganz ehrlich. Der letzte Stürmer in unserem Squad. Und das wird hier auf jeden Fall ein Jonas. Also Jonas ist für mich da die schlechteste Auswahl. Ich habe zwar noch nie mit dem gespielt, aber ich denke mal nicht, dass er jetzt unbedingt so mega reinhauen wird. Hat wenigstens einen Link zu Diego. Also von den Links her steht, das stehen wir gar nicht ganz so schlecht. Aber mal sehen, wenn wir jetzt noch auf der letzten Position kriegen im Tor, da gibt es auch eine Tempowahl. Und zwar seht ihr die auf der rechten Seite an zweiter Stelle. Und da haben wir jetzt die Auswahl zwischen Carrasco oder Fährmann. Und Fährmann passt da besser ins Squad. Deswegen nehmen wir da Fährmann rein. Und ja, dann geht's direkt weiter mit dem ersten Verteidiger auf der Auswechselbank. Und da kriegen wir hier einen entweder Jemerson oder... Wir nehmen Jemerson mit. So, weiter mit dem nächsten. Und da vielleicht nochmal einen Kracher, irgendeinen schnellen, irgendeinen 80er. Nein, wir kriegen Godin und der gefällt mir gut, Leute. Der gefällt mir gut, den nehmen wir auch ins Squad. So, und zwar kommt Godin hier direkt hin. Dann sieht das Squad schon mal ein bisschen besser aus. Und weiter mit dem nächsten Spieler. So, hier einen Cazorla. Oh, schade, wir kriegen hier noch einen Beakley dazwischen. Passt leider nicht ganz so gut rein. Aber der hätte wiederum einen Link zu Musacchio. Das heißt, wir könnten die jetzt nochmal umwechseln, weil wir hier dann eine bessere Chemie hätten. Was? Hätten wir gar nicht? Hätten wir gar nicht. Okay, ich habe mich dann scheint irgendwie versehen. Wie auch immer, wir haben keine bessere Chemie. Nächster Spieler hier und wir kriegen Schneiderlin und... Nee, kriegen wir gar nicht. Wir kriegen hier Kums und dann gehen wir direkt weiter mit dem nächsten. Ich will jetzt noch irgendeinen Kracher irgendwie haben. Ja, Ronaldo, achten wir... Ich raste aus.
Ich wusste gar nicht, dass es den schon gibt. Wir haben heute... Doch, wir haben heute Freitag. Heute gibt's den ja schon. Wir kriegen 3 Heroes. Wir hätten so ein krasses Team. Und wir müssen hier Ronaldo gehen lassen. Wir müssen Ronaldo ziehen lassen und dafür den Rain Rooney nehmen. Shit. Mann, oh Mann, das ist eine Ausraster-Challenge. So, nächster Spieler hier. Einen Bibiani 94 Tempo wäre natürlich nicht schlecht. Aber wir müssen auf einen Song zurückgreifen. Danke, EA. Beziehungsweise danke, Challenge. So, hier nochmal. 91 Tempo, 95 Tempo, 89, 88. Nein, wir kriegen 79. Haben wir jetzt eigentlich schon einen mit 80 Tempo? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall Spieler ziehen lassen müssen, die unglaublich stark waren. Boah, hier hätte ich natürlich mich auch am liebsten für einen Di Maria entschieden. Aber der kommt ebenfalls nicht in unser Squad. Schade, schade, schade. Komm, noch irgendwas Cooles. Fernando, mit dem bin ich gar nicht so unzufrieden. Und den kriegen wir. Der ist gar nicht so schlecht. Der hat einen guten Link zu... Den können wir hier ganz gut einbauen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Fernando kommt hier hin. Und haben wir noch einen guten Innenverteidiger. Sieht derzeit nicht danach aus. Ich gucke mir das nachher mal an am besten. So, nächster Spieler wird hier sein... Games, oh, wir haben hier noch Bradley hinten. Oh mein Gott, der macht unser Team nochmal kaputt. Und jetzt nochmal ein Kracher. Nein, leider nicht. Wir müssen uns leider jedes Mal für die schlechteren Spieler entscheiden. Haben keinen Kracher hier im Team. Ist wahrscheinlich bisher das schlechteste Team, was wir hatten. Jetzt noch unser Torwart hier. Da kriegen wir natürlich noch einen mit einem 33er Tempo rein. Und ich würde einfach sagen, ich kümmere mich jetzt um die beste Chemie hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder in 3, 2, 1. Boom! Und da haben wir unser Team mit der bestmöglichen Chemie, eine 92er Chemie. Und was mir gerade eben leider noch aufgefallen ist, wir haben einfach keinen einzigen Spieler, der die 4-Sterne-Skills hat. Das wird natürlich auch richtig, richtig schwierig, weil ich eigentlich auf die 4-Sterne-Skills setze. Ich versuche eigentlich auf jeder Position immer Leute zu haben, die mindestens 4-Sterne-Skills haben. Leider haben wir da heute verloren. Kein 4-Sterne-Skiller dabei und jetzt schauen wir mal, ob wir noch auf eine 100er Chemie kommen. Ne, können wir gar nicht mehr. Wir können höchstens noch auf eine 96er Chemie kommen. Also entweder Van Gaal, den ich nicht so gerne mag. Deswegen nehmen wir hier Ihoof oder sowas. Ihoof, keine Ahnung. Und dann gucken wir uns jetzt noch schnell die Food Draft Übersicht an. Wir haben insgesamt ein 178er Team. Ist ein schwaches Team. Ich hoffe mal, wir kommen trotzdem ziemlich weit. Ist eine richtig harte Challenge. Und ja, wir sehen uns jetzt einfach beim ersten Gegner. Der erste Gegner ist gefunden und da sehen wir eben, was das für Teams gibt. Und zwar haben wir hier einen Hero, warum sage ich immer Hero? Ein Totti Messi mit 99, den haben wir in Ronaldo in Form, wir haben Iniesta in Form, wir haben da noch einen Rakitic, wir haben, oh mein Gott, das wird sowas von schwierig. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier wenigstens einigermaßen was holen werden und nicht untergehen werden und dann geht das Spiel jetzt los. Pass spielen, nochmal auf... Da hinten auf Fabregas. Fabregas bleibt kurz stehen. Fabregas mit dem Pass. Und das ist das 1:0. Da ist es echt das 1:0. Mit unserem Gurkenteam. 1:0 für uns. Und der ist natürlich schneller als meine Spieler. Das habe ich mir schon vorgestellt. Und der kommt da trotzdem durch. Leute, lass den Messi Totti da noch nicht so durchgehen. Schön gehalten. Exzellenter Keeper. Schön abgefangen. Direkt ein durch. Und den nächsten, da ist er frei. Da ist er frei. Und jetzt Rain Rooney. Und der macht nicht das 2:0. Jetzt Fernando. Fernando. Und der muss doch rein. Komm, Pfosten. Und der ist drin. Oh mein Gott. Wir führen 2:0. 27. Minute. Der Gegner wird hier bloßgestellt mit seinem Totti Messi. Mann, warum stellt er sich hin? So, Pass. Mein Controller ist aus. Mein Controller ist aus. Danke, Controller. Wir müssen versuchen, den Gegner so ein bisschen auszugucken. So, hier haben wir den Ball auf jeden Fall noch. Rooney geht da vorbei. Schön gemacht von Rooney. Richtig schön gemacht. Rooney, der geht da durch. Schön gemacht von Rooney. Jetzt der Pass in die Mitte und da muss das Tor passieren. Und da ist das Tor. Schön gemacht von Fabregas, glaube ich. Auf jeden Fall auch exzellent hier von Rooney. Lässt den Gegner aussteigen. Bringt den Pass in die Mitte. Und wer war das? War es Kane? Ich glaube, es war Kane. So, Kane mit dem 3:0. Bastian Schweinsteiger mit dem Pass hier in die Mitte. Jetzt muss ich irgendwo jemanden laufen sehen. Da läuft er doch. Da läuft er doch. Und der war nicht im Abseits. Oder war der im Abseits? Oh, Latte. Der war im Abseits. Jetzt da einmal komplett rüber und der ist wahrscheinlich zu langsam, dass er den nicht mal von der Außenlinie kriegt. Doch, kriegt er sogar. So, schön gemacht von Harry Kane. Schön gemacht von Harry Kane, der geht da durch. Harry Kane geht da durch und Harry Kane mit dem 4:0. Oh oh, das wird jetzt zum Beispiel so eine Situation, die mega gefährlich wird mit meinem langsamen Spieler. Pass auf, der macht da sogar noch Scheiße draus. Uiuiui, Fährmann, du Gott, Mann. Und wir kriegen trotzdem das Gegentor. Keiner meiner Spieler steigt hoch und dann so ein Tor da. Also schwach. Schwach verteidigt auf jeden Fall. Zeigen ihm nochmal, wo der Hammer hängt. Und jetzt haben wir hier außen Baines. Baines geht da vorbei am ersten. Baines geht da am zweiten vorbei. Baines mit dem Finesse und der ist nicht drin. Und Baines wird gefoult. Und was ist da denn los im Strafraum? Dann ein durch und dann Harry Kane.
Dann Harry Kane nochmal rübergespielt, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Dann gehen wir nochmal hier an dem vorbei, nochmal an ihm vorbei und das gibt den Elfmeter. Schön gemacht auf jeden Fall von demjenigen, der gerade am Ball war. Ich weiß nicht, wer das war und wir kriegen jetzt auf jeden Fall den Elfmeter. Kurzawa fliegt mit Gelb-Rot auf jeden Fall auch vom Platz. Und ja, schön gemacht, das gefiel mir richtig gut. Ich komme gerade mit den Spielern echt gut zurecht da vorne. Und ja, wir kriegen jetzt den Elfmeter. Baines schießt den unser Verteidiger. Mal gucken, ob wir den reinmachen werden. Baines mit dem Elfmeter und den macht der souverän zum 5:1. Und damit würde ich sagen, ist dieses Spiel hier gegessen. So, der Gegner wird jetzt seinen Ragequit wagen, denke ich mal. Also es sieht für mich ganz klar danach aus. Ganz genau, der Gegner Ragequittet. Und damit sind wir mit unserem Pace-Team, na gut, mit dem Gegenteil vom Pace-Team, mit dem Anti-Pace-Team auf jeden Fall die erste Runde weitergekommen. Wir waren auch echt stark, also der Gegner hatte eigentlich kaum Chancen. Wir hätten vielleicht sogar noch ein paar mehr verwerten können. Na gut, wenn ich das jetzt so sehe, 3 Schüsse. Ja, das Gegentor war ein bisschen ärgerlich, aber ich bin zufrieden, wir haben das gewonnen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Das erste Spiel gewinnen wir hier mit 5:1 auf jeden Fall auch mehr als verdient. So, das soll es dann auch gewesen sein von der ersten Folge mit unserem langsamsten Team aller Zeiten, wo wir 3 Totties verpasst haben. Wir hätten 3 Totties haben können. Na gut, wir hätten nur 2 haben können. Aber es war auf jeden Fall richtig, richtig krass, was wir für Spieler leider ablehnen mussten, damit wir dieses Team zusammenkriegen. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir hier wieder die 30 Likes knacken können für diese grandiose Challenge. Ich finde sie richtig, richtig cool. Ich glaube zwar nicht, dass wir es bis zum Finale schaffen werden, aber ich würde mal sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann wäre es das auch schon gewesen von dieser Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.